Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde von Auswandern in Thailand. Heute entführen wir euch mal in die Welt der Schnitzer und Stuckateure hier in Thailand. Lasst euch überrascht sein, es geht in einen bekannten Tempel hier und da werden wir diesen Schnitzern und Stuckateuren hier von Thailand mal über die Schultern schauen. Viel Spaß bei unserer Sendung, gleich nach dem Intro. Sehen wir mal wieder, was ich gedacht hatte, die wohnen schon öfters dabei waren. Ja. Wir sind an dem Wat schon öfters gewesen, aber er hat sich unheimlich verändert. Jetzt fangt schon an dem Eingang an. Jetzt hat sie ihn vergoldet. Seht ihr? Jetzt haben sie die Säule haben sie vergoldet. Wir haben dazu geschaut, wie der Stuck, wie die Stuckarbeiten gemacht worden sind. Das sind ja alles Stuckarbeiten da. Ja. Da komm ich halt mal, das muss ich dir zeigen. Das sieht so geil aus da. Die suchen genug Platz. Ich mache euch jetzt gerade mal, aber ich nehme euch nicht. Aber man kann da hinten das Auto da steht und kann es hochlaufen. So. Das muss ich euch kurz zeigen. Ich finde das nämlich affenscharf. Wir waren dabei, wie die Stuckaturarbeiten da gemacht worden sind. Ja. Und haben also zugeguckt, wie der Mann das gemacht hat. Wie der da drauf gestanden hat. Und hat also diese ganze Sache da mit der Hände und mit der Spachtel aufgetragen. Kann ich das vorstellen? Keine Form oder sowas. Keine Form. Der hat das alles mit den Händen hier aufgetragen. Das muss ich euch mal vorstellen. Alles mit den Händen hier aufgetragen. Jede Rille hier ist mit Hand aufgetragen. Da vorne ist Therese Wan. Da ist bei fast überall. Die Figur hier, gell? Wezuan. Wezuan. Und erzähl mir denn mal was, was ist das genau? Wie Jack sieht aus wie Jack, ne? Wie so ein Tempelwächter sieht es aus. Ne? Absolut über. Du hättest schon mal gesehen, wie der das gemacht hat. Da hat er auf seinem Holzschemel gehockt her und immer so Stockwerk sich da hoch gemacht, ja? Und hat das mit der Hand aufgetragen. Ne? Wirklich komplett, also ich sage, die schon dabei waren damals, die haben das mit Sicherheit auch gesehen. Das ist also einer von uns, das ist hier bei uns das größte Heiligtum, ja, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Kommen ganz viel Leute von überall her, um sich das hier anzugucken, wo wir jetzt hinlaufen. Das ist da oben im Dschungel, aber wir laufen dort hin. Heute laufen wir mal. Ach guck mal, die Decke haben sie auch schön gemacht. Ah, die Decke machen schön mit Holz. Ne? Das ist jetzt quasi das ist der Eingangsbereich. Ne? Aber die Arbeit ist einfach geil, muss ich wirklich sagen. Sie sowas von geil, wie das gemacht haben. Und dasselbe haben sie auch da oben mit viel Holz gemacht. Ne? Wir haben also auch vieles gesehen, was sie mit Holz gemacht haben. Ja, der schaut eh besser aus, Big Bass. Du hast ja recht. Soll er auch. Das ist nämlich so ein Tempelwächter. Jack sagen sie dazu. Na? Da steht der Fenner mit seiner Keule und passt auf, dass nichts da. Muss besser aus. Er muss ja abschreckend sein. Ne? Das sieht Bass aus. Das sieht nicht nur Bass aus, das soll auch Bass sein. Ja, der fährt mit dem Korn Schirm. Ist nicht gar nicht fest, der nicht. Aber alles neu. Weil überall machen sie es weit, gell? Mm. An jedem Tempel findet man immer die mehr die Dinger da, ne? Genau, Tempelwächter muss böse aussehen. So sehe ich das auch, genau. So, komm, wir gehen weiter. Wir gehen mal den Schirm noch hoch, ich nehme doch lieber den Schirm, mit sicherheitshalber.
Ach, da unser Tourbus. Ein alter Bus, wo sie Leute hochfahren. Guck, da hat der eine Bus auch her. Die hat. Ein schöner alter Bus. Geil. Der Chef ist auch dort. Der Abt vom Kloster, wenn ich sei. Sein geiles Auto, wo er hat. Die Kap, da die Kap. Ist dabei die Maike Habum? Oh, so tjort, so tjort, so tjort. Oh. Kau dem Kap um. Da die Kap, so die Kap. Oho, Tom Gang Mark, Sujord, Sujord. So, sehen wir, jetzt sehen wir noch, das ist halt einer von den Stuckaturmeister. Sujord. Ja, der macht also hier die Figuren. Das sind also die Eisen, wenn ich mal gemacht. Da unten, das ist da, wo der unten drauf klopft, das ist der Chef an der Wurzel. Das ist der Chef vom Kloster hier. Da kennt mein Schwager gut, der ist befreundet mit meinem Schwager. Die Wurzel hier, die haben sie von einem Geschenk gekriegt. Sehr alte Wurzel schon, vom großen Baumriese. Sag die Kap, sag die Kap. Sag bei die Mike hab home. Sujord, Sujord. Ja, oh. Du, du, du. Das ist also der Schnitzer, der Fan, das ist der Chefschnitzer da. Ich gehe mal nun aber, er schnitzt gerade. Ne? Die riesen Wurzel, wie gesagt, das wollte Mönch, der Abt wollte das schon wie lang von ihm haben. Ja, da hat sie nicht hergegeben, die riesen Wurzel, ja. Und dann hat er irgendwas geträumt gehabt, ja. Und hat geträumt, er muss die abgeben an den Watt. Und tatsächlich, dann hat er sie im Watt geschenkt, ne. Ja? Also der Tempelwächter ist für alles Böse hier vom Tempel Fernsehhalle, ne? Wo ich euch vorhin gezeigt habe, du gerade. Ja, ja, Lavang. Sehen wir? Tot gehabt. Sehen wir? Daneben bauen, malen sie drauf. Da macht schon eine kleine Zeichnung hier, wo er hier eben schnitzen tut, ne? Und dann gehen die an und schnitzen das frei. Ich habe übrigens da oben eine Säule schon rumgeschnitzt. Darf ich nicht vergessen, was man hier am Watt macht, ja, das ist dann so gut wie so, na, wie will man sagen, wie Tambun, sagen sie Thailänder. Tambun machst du irgendwas für den Watt, das ist dann für dein nächstes Leben wieder, wird er das gut geschrieben. Ach komm, das Kätzchen. Kätzchen ist da auf Wasser. Ja, los Mieze, trink mal Wasser. Tot, tot, Kap. Jetzt gucken euch das mal an. Die Wurzel. Ach du heiliger, so tschort, so tschort, so tschort. Jetzt gucken euch das auch her, Leute. Der verschnitzt jetzt also komplett, kommt da so ganz viele Figuren drauf. Ne? Das ist da Tiger. Tamschi wird die Bahn. Ne? Aha. Also er macht hier alles, was so. Aha. Singto? Ja, ja, okay. Also Löwe macht er da drauf und Tiger macht er da drauf. Ne? So alles so was vom Dschungel, Tiere aus dem Dschungel macht er da drauf. Ne? Seht ihr da auch? Oh, oh. Das sieht man alles schon. Ne? So die Farben, wenn du die Farben guckst, wo er am Schnitzen ist. Ne? Und ich Singto, ne? Löwe, seht ihr? Löwe heißt Singto.
Und so gehen die quasi den Baum da hoch, also quasi diese. Aha. Hammer, ne? Ah, schon super interessant, ne? Aber der hockt da mit seinen Schnitzgeräten da, mit den verschiedenen. Wahnsinn. Kotot kap. Lad mai bamman nak tarai kap. Bamman. Lo tan buka. Lo kita nak. Bamman kita. Hok tan kwa. Mehr wie 6 Tonnen, Leute. Mehr wie 6 Tonnen. Mai da tien. Aha. Also das Wurzelwerk von so einem Baum, ne? Mehr wie 6 Tonnen, Leute. Wahnsinn. Hey, guck mal, wie sich die ausbreitet. Wie breit ist die Wurzel? Und die haben jetzt, die wird jetzt komplett geschnitzt. Komplett. Seit der Schnitzer da, die Schnitzer, die zwei, die da sind, die kommen aus Chiang Mai da oben, aus dem Norden. Kann das gehabt, ne? Kann man schon Chiang Mai? Chiang Mai. Chiang Mai, ne? Pom Chiang Dai, ne? Kann man gehabt? จำได้ เดี๋ยวดูนะครับผมครับ Oh, der ist schon Jahre hier beschäftigt, ne? Jahre schon beschäftigt. Ich war dabei, während er oben die Säule geschnitzt hat. Die zeige ich euch auch gleich. Die Säule, da habe ich selber auch schon drauf geschnitzt. Gut, Jörg. Ah, Madoni. Ma Chandaburi, Madoni. Keine Madoni, mein Herrn Chandaburi. Ah, ching ching, ne? So, Jörg. Kap, komm, kap. Kätzchen? Ach so, die sind auf Lauerstellung, die zwei Katzen. Ich denke mal. Kap, hom. Das sind auf Lauerstellung, die zwei Katzen. Alle, kap, hom. Ja. ซึ่งไหลซึ่งในความรักเห็นหมออาจารย์เท่านั้นกำลังเห็นไอ้ทะโรกบไงโคตรแก้วขอโทษครับขอโทษครับนี่เลยอ่อนโอ้โหเนาะสุดยอดนะสุดยอดโอ้ดูสิเจ้าสิลาวทำโคซะเนาะ ใครมาดิชันดาบุรีมาตัวนี้ใครไม่มาตัวนี้ไม่เห็นชันดาบุรีอ๋อจริงๆสุดยอดสุดยอดดูสิเจ้าสิใจเย็นขนาดไหนอ่ะพ่อจันกูธรรมดาเด้อนั่นแหละอนาคอนดาอนาคอนดาแต่สิ่งที่สุดอะไรฮัตช์แต่เชฟตัวสุดอะไรฮัตช์ก็มาสกุลสุดสุดสุดอนาคอนดาฟ้ากับมามุกดา ลูกดาก็มาละวันนี้มาสิผ้ามาเนาะด้าก็เป็นเจ้าน้อยครับขออนุญาตเยี่ยมชมครับขออนุญาตหน่อยครับ So jetzt gehen wir hoch. Der Bus ist geil. Der Bus ist absolut geil. Wo haben sie denn aufgetrieben her? Finde ich ja auch nicht gerade so einfach so Bus da. Richtig schön, der Bus fährt die Leute vom Parkplatz hochzufahren, ne? Dass halt da ältere Leute drin kennen, ne? Ja, ja, Schätze. Schöner Busonkel, ne? Finde ich ja. Finde auch, sieht cool aus. Warum? Ach was, ist doch nicht Lügen. Seht ihr? Die Figur dort, die hat er gemacht dort. Da waren wir auch dabei. Mit einem Mönch zusammen hat er die gemacht. Das habe ich euch auch gezeigt. Also wir damals dabei waren, die waren dabei, wie die da gemacht war, ist die Figur. Komplett aus Holz geschnitzt, ne? In Lebensgröße. Da waren wir auch dabei. Wer ist das noch? Da waren wir auch dabei. Das haben sie unten in der Halle gemacht. Also, er macht jetzt hier diese ganze Stuckaturarbeit.
Nhưng mà cặp gì cả. Nhưng chả, đu gì. Ui, đu. À chả mà, anaconda. À chả mà. Bộ chả. À chả nhắc lắng. Đi, đi, đi. À chả mà, anaconda. Und es sind die Schnitzer am Hund weg. Diese Wurzel wiegt über 6 Tonnen, Leute. Über 6 Tonnen, Leute. Schaut, da hockt der ganze da in der Position. Der ganze da hockt er in der Position und schnitzt da. Ne? Bubis von der Schule heimkommen, jetzt hilft er da auch schnitzen. Du Schatz, war schlau. Ich steh mich da auch hier, ob ich den Mund da schnitze. Ehrlich, ohne Quatsch. Ja, ich finde das nämlich super interessant. Gerade der Schnitz jetzt oben mit dem Gipskram, da jetzt eher, wenn ich ja dreckige Hände mache, ich mir nicht geil. So, Papi, ja, du, der hat Gummihorn schon auch, geht auch. Ja, was ist das? Dann Buhn geht mit Mühe, ne? Ja, eben, eben, ne? Buhn geht mit Mühe, ne? Ja, ja. Der Pi, ich habe ne? Auch Gatt, ne, Pi, ne? Gatt, tsching, tsching, kau. Auch, ne? Das wird in die Haut indringen, Zement. Was er da nimmt. Ja, geht nicht bis die Knochen rein. So. Okay, ja, ja. Wahrscheinlich. Ne? Komm, ich zeige dir. Schnitzerei will ich auch noch zeigen. Ja, la wang lue, ne? Über 6 Tonnen, Leute. Über 6 Tonnen. Konchop, die auch immer kalt. Kotot Kap, Kotot. Okay, okay. Schatz, ich komm mal her, film mich mal. Ich darf auch mal kloppen. Ich darf auch mal schnitzen. Oh. Hoffentlich mache ich mir nichts kaputt. Ja. Jetzt haben wir dann hier, oder? Nein, nein, nicht hier. Aber hätte ich, ne? Oh, man haben wir, oh, ja. Schuhe, Schuhe, ich habe mich. Nur das, wo ich nichts kaputt machen darf. Oh, nein, nein, oh, da nicht mehr leid, da nicht mehr. Hätte nicht, da? Bau, 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 ja, tief, 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 เออเอาพันธุ์ได้ล้างล้างหันนิกสุทีปักเต็มทีเอาแน่สาวหัวเอาส่วนนะครับท่านต้องเอาออกไงโอ้ยนั่นนะเวลาเราอุ้งทอลเดอร์นู้นอ่ะอ่ะยะฮัตอังเนี่ย What will you do it's man will you run จะทำกลมจะได้ทำยังไงจ๊ะยังไม่รู้นะครับออกมาโอ้เอาออกไปเลยก่อนออกไปก่อนได้ยาอันนิกทีบหน่วยล้างซ้ำล้างซ้ำจะสีนิกสุทีบเอาบนแอสซอร์อ่ะยาอบัดนิกทีบคนสอดสูลอับเบาเยอะยาอบัดเอาอะไรอ่ะภาษีภาษีอะโซ่ล้างภาษียังล้างล้างเนี่ยเนี่ยโอเคก็ทำเป็นอยู่เนาะฮะให้ผ้าไว้แล้วเนาะจ้าล้างเอาได้เหรอสิปัดพุชชิงๆเนาะผมชอบทำยังไม่รู้อะไรปัดมีมันคนเรียนผมเรียนเป็นเลี้ยงใช่ใช่เขาบอกถ้ามีคนสอนเขาชอบชั้นสี่ชั้นสี่พันอุอย่าโว้ยชั้นสี่ชั้นสี่พันอุชอบมาเรียนได้เหรอเออมาเรียนได้ใช่ชดเชยหมดเนาะโอ้ใช่จะสีเนาะใช่ไหมขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะแน่ชอบจะสีเห็นไหมได้ได้มีจุด
Durch, ne? Kalter Stechbeutel. Ja, du, Leute, ich, also mir gefällt das schon. Denkt mir gerade, wo sind denn die Schnitzel? Habe ich schon wieder länger standen gehabt oder Ton ist weiter glauben? Ja? Stefan, du sind sie doch. Standbild? Warum Standbild? Es müsste doch gut gehen. Das Internet scheint doch sehr gut zu funktionieren. Ne? Ja, ich denke, ah, das liegt also nicht bei uns. Ja, eben, Uwe, das sehe ich genauso. Ja, nur bei dir, Stefan. Ich habe jetzt auch ein paar Sachen schon mit rumgeschnitzt. Ne? Nicht gut, aber schon geschnitzt. Ne? Ja, das ist natürlich. Du brauchst doch Geduld. Ne? Aber wir lösen lang bei mir irgendwann. Hallo, Stefan, Gott sei Dank. Lieber bei dir wie bei all. Stefan, 6 Tonnen, über 6 Tonnen, kann ich euch das vorstellen? Über 6 Tonnen. Ja, zum anderen muss ich auch noch gehen, ich bin vielleicht beleidigt. Weil ich, seht ihr, so wird der Drache oder Oberarm macht. Die haben es das letzte Mal auch gemacht, waren nicht fertig. So wird der auch die andere Drache da. Also, ne? Das ist die Naga. Die Naga, die Schlange aus dem Mekong. Nach der Sage kommt sie alle Jahr einmal hoch. Gehen wir auf die andere Seite, weil das der Hauptschnitzer ist. Nicht, dass er beleidigt ist. Ne? Hey, hallo Chris, mein Freund, servus. Wir sind hier bei einem Tempel, also im Wald, im Dschungel hier. Und die bearbeiten gerade hier eine 6 Tonnen schwere Wurzel. Hör die Kap. Gab mal eh keinen Kap rum. Wenn er, da machen sie Tiger und Löwe und machen sie alles hoch. Noch ein Schüler dabei, der lernt das hier, das Handwerk des Schnitzers. Die Schnitzer kommen übrigens alle aus Chiang Mai, ne, aus dem Norden oben. Sechs Tonnen Wurzel, mein lieber Mann. Ihr habt noch gehabt. Kapum. Ach, ich glaube, die bauen da ewig dran. Ne? Weil immer, da kommt immer was Neues dazu. Es kommt immer was Neues dazu, Leute. Ne? Also jedes Mal, wenn ich da herkomme, kommt wieder was Neues. Wieder was Neues gemacht und wieder was Neues gemacht. Die Wurzel übrigens, die hat der Abt, den wir vorhin doxieren, das war der Abt von dem Kloster hier, hat diese Wurzel von einem schon lange, ach viele Jahre, bittet er schon um diese Wurzel. Da hat er nicht hergibt, die Wurzel. Bis er was geträumt hat, bis er Traum ihm gesagt hat, er muss die Wurzel an der Wand geben. Ne? Oh nee, Dr. Bo, die ist viel so schön. Guck mal, so schöne Wurzel, wenn ich die im Garten, wie toll. Ich finde die geil, ich finde die absolut geil, du. Ach Gott, nee, Feuerholz. Viel so schade. เหรอฮะบวชนี้เหรอฮะอ้าวเหรอหนูก็ว่าอยู่ไม่ดูพี่เขาเหมือนน่าจะเป็นบวชเรียนนะหนูว่าเขาก็บอกพูดสิเขาบอกว่าอ๋อ also am Mönch อ๋อเหรอฮะอ้าวเหรอสุดทำไมเนาะไม่น่าสุดเนาะเออดีคนไปตบตัวเนาะเขาบอกว่า ja, gut, aber ich finde das auch super schön. Das ist das, was mir in dem Watt halt auch so gut gefällt, dass ganz viel aus Holz gemacht ist. Ne? Ganz viel aus Holz gemacht. Ja, und wenn das fertig ist, dann kommt ja diese Schlange. Seht ihr, da unten sehe ich eine Schlange, der Anfang von der Schlange ist ja schon da hier. Und diese Schlange windet sich da drumherum und kommt dann hier oben wieder bei ihm da oben wieder raus. Ne? Ja, ja, ich saß hier mit Löwe und Panda und Tiger. Machen sie alles drin, wie Urwald. Genau, und dann die Schlange, die Naga, die kommt dann außen rum, die schlängelt sich da drum rum und kommt dann da oben raus, der Kopf. Ja, das ist,
Die Idee wird schon geil, absolut. Ja. Die ganze Wurzel wird geschnitzt wie Dschungel quasi, wie Dschungellebe. Ja. Jahre, du hast immer Jahre. Ja, ja. Song, 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 นอนหลายปีไม่ค่อยทุกงวดแต่ถ้าบังเอิญก็ซื้อทำหลายปีตั้งใจจะต้องซื้อทุกงวดอะไรไม่ใช่ค่ะโชคไม่เป็นไรใช่ไหมสนุกทอมครั้งหนึ่งทุกปีทุกเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งครับผมเออแล้วแต่ไปเดียวไปเดียวเฮ้ยฮัลโหลมิกกี้ Servus Grüßen nach Kaiserslautern โอ้ปูนเหรอคะเนี่ยโอ้ปูนปัสเตอร์Micky, eine 6 Tonnen große Wurzel ist das hier. Micky, eine 6 Tonnen große Wurzel, die wird hier zum Dschungel gemacht. Ja? Mit Dschungelleben eigentlich, habe ich vorhin schon gefilmt, schätze ich. Mit Dschungel hier eingeschnitzt, überall mit Tiger und Panda und Echsen, alles was so in den Dschungel gehört. Und dann kommt eine große, riesengroße Nager, also diese fünfköpfige Schlange. Ne, eigentlich ist sie ja 6-köpfige Schlange. Aber warum? Du, das weiß ich, muss ich jetzt mal vor. Warum? Das ist doch die Naga. Ja? Warum hat die hier 4 Köpfe? Dort hat sie 7 Köpfe. Und ich habe immer gehört, das wäre 6-köpfige Schlange. Nicht Chet Hua. Nicht Haar. Ja, Pomhen. Was Pomkit war auch? Naga, mich heißt mi Haarhua oder Hokhua. โอ้จะมีขี้ก็คือไม่มีใช่คู่จะมีแบบว่าสาม6 5เนี่ย3 5 7 so okay 3 5 7 9 so also es gibt nur entweder mit 3 5 7 9 Köpfe aha ja wenn ich jetzt noch wüsste was das heißt keine Ahnung was das heißt ขี้ก็ไม่ใช่แพร่ชื่อ keine Pärche ach so เอาแปดเนาะทำไมขี้เหรอคะก็ไม่รู้เนาะตำนานก็ไปงั้นตำนานโยโย่ซักไอ้ฝักโซ่ล้างหัดซักไม่มีคู่ไม่มีสวายไม่มีเฟียไม่มีเซ็กไม่มีอักไม่มีเอ้าสิบเหรอสิบสิเนาะสิบเป็นคู่สิบก็คู่เนาะไม่มีจะมีสามเก้าไม่มีคู่ห้าสี่ไม่ใช่คู่ใช่ห้าสี่เป็นเก้าเอาลูกพี่เขาบอกเป็นเช็ดเมื่อกี้นี่สามสี่อะไรนะคะสามเอาไม่มีคู่เก้าโอเค3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9โอ้ใช่เจ้าขั้นบันไดใครจะทำขี้ใช่ใช่ไหมคะโอ้ใช่ใช่ also immer ungerade Zahlen ne กระนาบของเทปฝนเอาไม่มีคู่กระนาบมีเทปฝน keine ungerade Zahl ก็ไม่มีคู่ขี้เหมือนกัน also gibt's also das ist meine Frage und also diese Schlange, wie gesagt, ich habe immer gedacht, Mensch, Emo hat sie 5 Köpfe. Ich habe gemeint, das wären immer 9 Köpfe oder so, die 9-köpfige Naga oder so ähnlich. Jetzt ziehe ich die Emo mit 5, dann wäre mit 3, dann wäre mit 7. Jetzt habe ich nur mal gefroht. Also, es darf, ja, gibt es mit ganz viele Köpfe, aber nicht, niemals, also niemals gerade Zahlen. Ne? Niemals gerade Zahlen. Okay, da gehen wir mal weiter. ขอบคุณนะครับเที่ยวใหม่ครับผมครับระวังลื่นนะคะมาตรงนี้ซื่นฉายซื่นใจตลอดใช่ค่ะ so wieder die schöne Omnibus da schön Busse da was haben für die Leute hochzufahren ja wir sind natürlich sportlicherweise wie wir sind gelaufen ne Gut. Au oh, allein. Ich hab das schon gemacht. Gut. Schon eine Tour. Anna, was funktioniert denn? Was ist denn hier? Nakhon Pattana. Oh, Nakhon Pattana. In. Ja, der Buddhismus hat ganz viele Varianten, wahrhaftig. Ne?
So, steht da, du trinkst immer Wasser. Doch, normal gibt es immer zu trinken. Denn normal gibt es hier immer zu trinken. Also man kann sich hier Getränke holen. Natürlich noch einen Kaffee, da einen trinke ich jetzt dabei. So, ah jo. Gespendet haben wir, also können wir Kaffee trinken. Ne? Da sind wir Espresso, der ist gut. Da halten wir gerade. Halten wir ganz kurz. Jawohl. Was ich das noch nicht mache. Jawohl. Geh meine, geh auch meiner. Froh, dass ich tatsächlich ein gebrauchtes Glas nehme. Natürlich ein neues Glas vor. Oh, mein. Das glaubst du von mir. Aber ich sage, ich war nicht. Und überhaupt das Wasser hier ist. Jawohl, doch, wie fein. So, trinken wir noch einen Kaffee. Vorne holt sich noch Wasser. Jawohl. Also hier ist also Getränke, wo man sich holen kann, Wasser oder Tee. Hab alles klar, liebe Heidi. Ich wünsche dir einen schönen Tag im Garten. Hoffentlich bleibt das Wetter gut, dass du auch ungestört im Garten schaffen kannst. So, wir hocken uns jetzt nochmal hier und trinken noch einen Tasse Kaffee. Komm, holt noch Wasser da hinten raus. Ne? In diese Truhe. Ja. Das ist also für die Leute, die kommen. Das sind alle Spende hier. Wo die Leute also hier. Ich trinke auch was. Nein, ich kleine. Komm, schmeiß mir da nochmal 20 an hin. Ja, war Gott, nimm die Mühe. Ja, trinke mal erst mal. So, liebe Freunde, wir sind mal wieder zum Ende angelangt, ja. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie bei uns. Lieben Dank an euch alle. Lieben Dank für euer Zuschauen, Freunde. Es war schön. So. Das war's von unserer Seite. Einen schönen Tag noch, gell? When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.